Wenn Markus Werber bei den Salzburger Festspielen als Sixtus Beckmesser in den Meistersingern von Nürnberg besetzt ist, eine Rolle eines verklemmten, frustrierten, ekeligen Kerls, und dann sitzt Markus Werber da, darf man davon ausgehen, dass diese Figur ein bisschen ein neues Profil bekommt? Ja, absolut. Ja. Na, ich meine, jetzt der Beckmesser ist eher so als Gegengewicht gedacht. Ja. Gegengewicht für den Stolzing und auch für den Sachs, weil es gibt eigentlich auch eine Vorgeschichte zwischen Sachs und Eva. Und da hat er, glaube ich, auch absichtlich gedacht, wir nehmen jemanden, der ein bisschen, also einfach mehr Konkurrenz ist zu Stolzing. Beckmesser, es wird ja spannend, wenn Beckmesser auch eine Option ist, weil dann steht diese Frau zwischen, eigentlich in einem Dreieck, zwischen ja. Sachs, der also eine väterliche Variante einer möglichen Ehe ist, solange der Stolzing nicht auftaucht. Dann ist der rivale Beckmesser da auch noch aus der vertrauten Umgebung, aber wieder ein anderer Typ. Ja. Und eben dann Stolzing. Und er muss eine Option sein, Beckmesser. Wenn er nur lächerlich ist, ist ja, schade. Er ist in dem Sinne auch eine Option, weil er natürlich auch, das ist die einzige, die Grundmotivation des Beckmesser ist natürlich auch die Eva, ja. Ja, eigentlich schon seit Jahren macht er sich irgendwie bereit, dass er sie eigentlich auch bekommt, weil er redet mit Bogner schon seit Jahren. Er ist eigentlich einer der Letzten, der nicht verheiratet ist, auch unter den Meistern. Und er muss ein Meistersänger sein. Und natürlich sieht er sich da als auf jeden Fall unter den ersten zwei, ja. Wie kriegt man das dann hin? Weil die Musik, die Wagner für Beckmesser geschrieben hat, ist ja eine harte Parodie. Ja. Hart an der Grenze zur ja. Lächerlichkeit oder in der Lächerlichkeit. Na, wir haben das jetzt mit Maestro Gatti so angelegt, dass er am Anfang wirklich also relativ relaxed ist, ja, und auf gleicher Ebene mit dem Bogner. Also wirklich nur, er insistiert nicht, er kritisiert auch nicht so viel am Anfang, bis es dann natürlich zu dem Punkt kommt, wo er dann eigentlich geschlagen wird letztendlich. Geschlagen auch im zweiten Akt, wo er gestört wird in dem Lied, dann im dritten Akt, wo er schon komplett zerstört ist eigentlich. Da wird er dann wirklich immer pedantischer, immer kritischer, immer immer mehr Druck. Ja, immer mehr Druck, ja genau, stimmt. Aber von vornherein haben wir es jetzt am Legato angelegt, aber natürlich auf gutes Wortverständnis, das ist ganz wichtig, weil er ja so viel Text hat, das ist ja unendlich. Ich kenne keinen anderen Sänger, der im Jahr 2012 Papageno singt und im Jahr 2013 Wagner. Das ist dieser Sprung, dieser Spagat, das ist etwas ganz Einzigartiges. Ja gut, also ich habe jetzt, ich mache schon viel Mahlerlieder und Wagner auch jetzt im Liedrepertoire, also mit Orchester. Und da war jetzt natürlich, ich meine, man muss einmal einen Sprung wagen natürlich. Ja. Und ich meine, ich bin der Mozart-Sänger, mein Mozart-Repertoire ist natürlich, ich bin da überall unterwegs auf der ganzen Welt. Aber natürlich war man muss immer so eine Produktion finden, wo man sagt, okay, ich spring da rein, ich getraue mich, ich mach's, ich bin voll dabei und dann gewinnt man auch, also stimmlich auch. Ja. Kann man ein bisschen sagen, der Prophet gilt nichts im eigenen Land, Sie haben Ihre große Karriere eigentlich doch übers Ausland? Ja, also ja, kann ich nicht ganz sagen, weil ich habe begonnen in Österreich letztendlich. Ich war in der Volksoper 3 Jahre am Anfang und dann hat sich das natürlich, hat sich Paris dann offenbart mit der Zauberflötenproduktion damals, das war vor 14 Jahren jetzt, glaube ich. Und dann habe ich halt den Sprung gewagt, bin natürlich dorthin gegangen, dann hat sich Italien geöffnet über Claudio Abbado, La Fenice, die Scala auch und eigentlich alle Häuser in Italien. Dann ist Amerika gekommen und Frankreich, England jetzt auch und dann ist es jetzt ja, Österreich. Ich mache viel an der Staatsoper, ich komme ja auch nach Wien im Oktober, November für die neue Zauberflöte. Aber jetzt ist natürlich alles nur beim Beckmesser, Meistersänger. Das sind jetzt die nächsten 5 Tage, sind jetzt unglaublich intensiv und ich bin eigentlich in so einem Sog des Beckmesser zurzeit, absolut. Wo ist dann noch Heimat? Jetzt sind Sie jung. Ja. Gut unterwegs, wahrscheinlich nicht mehr als 4-5 Wochen im Jahr in der eigenen Wohnung, wo auch immer die ist, ja. Wien, Salzburg. Naja, ich bin eigentlich, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Zeit habe, ich bin doch sehr verwurzelt irgendwie in meinem Elternhaus und wenn ich Zeit habe, dann besuche ich eigentlich meine Eltern immer zu Hause in Kärnten. Hat auch was mit Ihrem Hobby zu tun? Ja, natürlich auch. Ich bin ein Bergsteiger. Ich gehe gern kraxeln. Hochkraxeln? Ja, hochkraxeln. Wir sind gerade in der Trainingsphase halt jetzt. Ich habe mich jetzt auftrainiert für 4 Monate, auch in Paris. Ich habe den Marathon dort mitgemacht. Und ja, da braucht man einfach gute Kondition einfach. Gibt's Vorbilder für Ihren Weg? Gibt es eine Stimme, ein Sänger, ein Künstler, wo Sie sagen, es muss ja auch nicht Ihr Stimmfach sein, wo Sie sagen, das ist jemand, an den ich
Orientier oder ist Ihnen das ganz fremd? Doch, ich habe hier 2005, wie ich die erste Zauberflöte gemacht habe, war ich zusammen in der Garderobe mit dem Franz Grundheber. Mhm. Und ich muss sagen, also von ihm habe ich viel gelernt. Und das ist auch so ein bisschen so ein Vorbild, weil auch künstlerisch ist er sehr breit gefächert. Und er singt bis jetzt, die Stimme ist tadellos. Er ist, also, glaube ich, ich glaube 72, ja, sowas, ja, genau. Er singt immer noch. Und ja, also er macht italienisches Fach, er ist einer der wenigen deutschen Baritone, der italienisches Fach singt, auch überall. Er macht natürlich deutsches Fach, er macht Lieder, er macht Oratorien, er ist so breit gefächert. Das ist einfach unglaublich, muss ich sagen. Einfach toll. Ihr Regisseur ist Stefan Herrheim, ja, der für sehr unkonventionelle Inszenierungen bekannt, ja, ist. Manches glückt ihm genial und unnachahmlich. Ja. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist nicht so ganz am Punkt bei seiner Salome zum Beispiel. Andere Sachen sind hinreißend. Er hat ja hier in Salzburg unter Peter Ruschitzka eine Entführung aus dem Serail gemacht. Die war der größte Skandal, den, ja, ich in Salzburg je erlebt habe. Die Leute haben ihn gehasst, obwohl es sehr interessant war. Ja. Es war nur sehr frei. Wie ist es Ihnen denn mit ihm gegangen? Ja, ich kenne die Geschichten ein bisschen. Ich habe sie selber nicht gesehen, die Produktion. Aber umso interessanter ist es jetzt natürlich, die Reaktion zu sehen nach dieser Produktion. Weil ich darf einmal verraten, dass es im Biedermeier, die ganze Geschichte spielt sich im Biedermeier, also ab. Also zur Wagnerzeit. Zur Wagnerzeit, um 1815, um diese Zeit circa. Und die Ausstattung ist wunderschön, Kostüme sind wunderschön. Also ich habe mir auch was ganz Modernes erwartet, ganz, darf ich ganz offen sagen. Spacey. Ja, aber es ist letztendlich auch modern, weil wir spielen auch modern. Es ist ein sehr intensives Spiel. Also was mich jetzt anbelangt, meine Szenen sind sehr, sehr intensiv. Das geht, also da gibt es keine Ruhephasen eigentlich. Das ist schon, und mit ihm zu arbeiten ist was ganz was Tolles, weil er gibt eigentlich nie Ruhe. Ja? Er sagt, okay, wir haben es jetzt so geprobt, aber wir könnten dann noch ein bisschen, mach das doch so, machen wir es ein bisschen so, also wirklich detailliert. Und das sieht man auch auf der großen Bühne, weil ich habe mit Kollegen gesprochen, kommt das rüber jetzt, und das absolut, da tut sich viel, da tut sich wirklich viel. Setzen Sie sich auch mit Richard Wagner als politischen Menschen auseinander, gerade der Sixtus Beckmesser ist ja eine ganz offensichtliche Parodie auf einen sehr wichtigen jüdischen Wiener Kritiker, ja, den Eduard Hanslick. Also das ist schon eine antisemitische Figur, also ja, muss man doch ehrlich sagen. Wie gehen Sie an das heran? Sagen Sie, das ist mir wurscht? Oder? Ich habe viel gelesen natürlich, also bis zum 17. Juni, ich habe mich vorbereitet, Wagner, die Geschichte, Meistersinger, auch überhaupt historisch in der Renaissancezeit, alles Mögliche. Und wer der Sixtus Beckmesser wirklich war, weil es gab einen Sixt Beckmesser im 16. Jahrhundert in Nürnberg. Nur gibt es jetzt, ich habe da auch in den Bibliotheken ein bisschen gesucht, es ist schwer, etwas zu finden. Also. Ja, also ich setze mich absolut damit auseinander. Nur, also ab 17. Juni waren wir hier für die Proben, und da sage ich, okay, ich weiß jetzt einiges, vieles auch, aber ich wische das jetzt einmal komplett weg und bin offen für alles. Ja? Und diesen Aspekt haben wir jetzt eigentlich überhaupt nicht, also hat der Herr überhaupt nicht aufgefasst, diesen Aspekt jetzt der Rolle. Aber Sie schauen sich das schon an. Ja. Es ist ja diese große Schlussszene, die Festwiese, ja, wo Sachs die große Schlussansprache hat gegen den welschen Tand und achtet mir die deutschen Meister, dann habt ihr gute Geister. Also da wird es ja doch sehr nationalistisch. Ja. Ich denke mir, man muss man als Sänger eine innere Position dazu finden, und um sie dann Also wenn sie, ich glaube schon, also wenn der Regisseur jetzt wirklich das provoziert, ja, und ja, wirklich ganz klar vermittelt, was in dieser Produktion jetzt eigentlich nicht der Fall ist, dann muss man sich damit konfrontieren, das ist schon ganz klar. Ja. Nur ist jetzt die Lösung, die wir haben jetzt im dritten Akt und am Ende, ganz was anderes. Und das ist eine große Überraschung, die mit dem jetzt überhaupt nichts zu tun hat. Die Sie wahrscheinlich nicht verraten. Nein, die verrate ich nicht. Ich verrate sie auch nicht, weil es ist ja schade. Aber es ist wirklich, es macht absolut, es ist so, wie man einen Film ansieht, wo man so einen Suspense-Film ansieht und am Ende weiß man nicht, was passiert, und dann macht es total Klick am Ende und man ist total verdutzt und denkt sich, und das ist so. Gibt es eine Gemeinschaft, eine unausgesprochene der Künstler untereinander? Also man geht am Festspielhaus vorbei, man sieht eine Sängerin aus der Produktion, man sagt Hallo. Ja, diese absolut. Intimität hier, ja, ist doch. Es ist ja, die Opernwelt ist ja eine, man muss wirklich sagen, eine kleine Welt. Ja. Obwohl es gibt San Francisco Opera, und dann gibt es wieder, ich weiß nicht, wo wir in St. Petersburg sind oder in Tokio, aber es ist letztendlich ist eine kleine Welt. Und ich kenne eigentlich jetzt inzwischen nach meiner Karriere, ich singe seit 17 Jahren jetzt auf der Bühne, und ich kenne eigentlich fast alle, ja. Dann sage ich danke herzlich. Danke vielmals. Wir bitten noch um eine Widmung, eine Signatur, irgendwas in unser Gästebuch. Ja, super.